Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück, liebe Freunde des Motorsports, hier beim F1 Manager Professional mit unserem Software 2000 Team. Ja, in Silverstone konnten wir in etwa die Erwartungen der Experten erfüllen. Das war schön, das war toll. Ja, und in der realen Formel 1 ja auch gerade das Wochenende in Silverstone vorbei. Ne? Ferrari gewonnen mit Sebastian Vettel vor Hamilton, vor Raikkonen. Zweimal rot auf dem Podium. Ein ja interessantes Rennen. Ich denke, völlig verdienter Sieg vom Sebastian Vettel. Hamilton hat ein bisschen Pech gehabt. Ne? Der hat in der dritten Kurve Kollision gehabt mit dem Raikkonen. Ist dann ganz ans Ende des Feldes katapultiert worden. Aber hat dann auch nochmal von dem Safety Car profitiert und konnte dann am Schluss noch auf P2 vorkommen. Also insofern hat er nur wenig Punkte in der WM verloren. Aber gut, uns geht es ja ein bisschen anders. Wir sind ja meistens am Ende des Feldes unterwegs. Also in der WM zumindest. Ja, und haben noch viel vor. Genau, so schaut's aus. So, Designstudio, es ist immer noch nicht fertig, oder? Doch, es ist fertig. Wir können jetzt hier, wir haben mehr Kapazität, wir können weitere Mitarbeiter einstellen. Sehr gut. Machen wir das doch gleich mal. Mechaniker, Designer. Wir haben Stufe 3, also wir pushen hier, wir stellen 6 neue Leute ein. Die kosten uns jetzt 1 Million $ im Jahr, die Kollegen. Was bedeutet, wir können jetzt 2 Komponenten zeitgleich entwickeln. Derzeit wird das Heckteil entwickelt. Okay, pass auf, wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir wollen den Frontflügel haben, einen neuen. Halt, nee, Neudesign, so machen wir das, genau. Frontflügel. Müssen wir wieder schauen, wo bringt es was. Das bringt die Stabilität des Ding hier, die Breite bringt vermutlich den Andruck, genau wie vermutet. Aber natürlich auch Luftwiderstand und die Höhe klingelt ebenfalls beim Luftwiderstand und geht voll aufs Gewicht. Okay, wir gehen da mal ein bisschen runter. Versuchen noch ein bisschen Stabilität auszugleichen vielleicht. So, 175, das sieht glaube ich nicht schlecht aus. Das sieht, glaube ich, ja, wobei, nee, passt mir noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Das mit dem Gewicht ist ätzend. Wie kriegen wir das mit dem Gewicht runter? Da geht es auf den Luftwiderstand. Ja, okay, das Gewicht wird nicht besser. Also komm, machen wir so. Andruck, Stabilisierung. Luftwiderstand, den kriegen wir runter. Das Gewicht können wir vielleicht auch weiterentwickeln. Oh, Moment mal, was ist denn das? Ach so, klar, der hat jetzt hochgezählt, weil ich schon einmal versehentlich bei Verbesserungen auf Neudesign gegangen bin. Alles klar, okay. Weil wir haben ja noch gar keinen gebaut. Wir haben ja noch gar keinen Frontflügel, besser gesagt, designt. Oder? Doch, haben wir schon? Nee. Ja, ja, das haben wir abgebrochen. Ja, ja, genau. Das blöde Ding haben wir abgebrochen. Kann ich das Teil eigentlich löschen irgendwie? Geht das? Kann ich das da löschen? Ne, geht nicht, oder? Keine Ahnung, ob das geht. Hier. Schmeiß ich weg. Löschen, okay, gut. Jawohl, also in der im Design-Menü müsste jetzt eigentlich in Produktion, genau, der Frontflügel 30 Tage und das Heck 33 Tage. Okay, diese Arbeiten laufen jetzt zeitgleich. Na dann. Wir schauen uns die Autos mal an, die mit Sicherheit wieder einiges abgekriegt haben, werden aber im Vorfeld vielleicht nochmal zwei... Ah, okay, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, nochmal zwei Motoren kaufen. Nein, wir brauchen B-Reifen. Kaufen wir ein paar. Da haben wir noch genug, da haben wir noch genug, da haben wir noch genug. Das passt alles. Okay, zurück. Montagehalle. Halt, nein, stopp. Nein, erstmal in die Produktion, Fabrik, genau. Was wird gerade gebaut? Seitenkästen. Und die Nase wird gebaut. 14 Tage haben wir noch. Na gut. Schauen wir uns die Autos an. Also, Motoren. Naja.
Da werden wir einen neuen brauchen, vermutlich. Ja. Wir haben keinen mehr. Wir haben keinen frischen mehr, oder? Tatsächlich. Wow. Okay, also das Ding können wir definitiv reparieren. Kann man mit dem ein Rennen fahren? Reicht der? Eigentlich ja, ne? Eigentlich müsste der reichen. Weil das hier ist ein Rennmotor. Der ist bis dahin abgenutzt. Wenn wir dann den Verschleiß mit draufrennen, dann sind wir irgendwo hier. Der müsste eigentlich reichen für ein Rennen. Ja, dann sparen wir ein bisschen. Genau, wir sparen schon wieder. Haubi spart. Okay, Haubi spart. Oh je, hier haben wir die Elektronik, da müssen wir definitiv was tun. Das können wir auch gleich wegschmeißen, er kriegt auch eine neue Elektronik. Tank ist auch nicht toll, müssen wir reparieren. Aber das kostet nicht so viel. Ja, das sind Kleinbeträge. So, hier ist die Bremse kaputt. Aufhängung ist in Ordnung, die passt. Die hier passt nicht. Kriegt eine neue. Die hält. Kostet ja, komm, es war's für 6000. Reparieren wir sie auch gleich. Und das T-Car. Das hält. Das hält. Okay, Auto 1. Seitenkästen. Da gibt es eine 9. Den schmeißen wir weg. Rest sieht gut aus. Heckflügel haben wir schon den neuen drauf. Da sieht es jetzt ein bisschen bitterer aus bei dem Kollege hier. Der kriegt hier gleich mal einen neuen Unterboden. Die Luftrutze sieht auch schon übel aus. Er hält schon noch. Hoffentlich. So machen wir das. Genau, okay. Wir haben zum Glück die Teile gebaut. Die Nase, die wird gerade gebaut, die Nase. Haben wir auch noch keine neue fürs nächste Jahr? Für nächstes Jahr, so rum, genau. Ja, müssen wir leider reparieren. Da muss ich Geld in die Hand nehmen, okay. Also die Nase beim zweiten Auto müssen wir reparieren und wahrscheinlich beim TK ebenfalls. Na gut. Schauen wir nochmal in die Produktion. 5 Tage, ja was denn? So, dann kann es auch nicht mehr dauern. Na gut. Wir haben noch 50 Millionen plus. Sollen wir vielleicht nochmal ein Gebäude bauen? Bin ich gerade im Überlegen. Fabrik. Ja, da geht es um die Produktion. Würde es Sinn machen, hier nochmal... Windkanal. Also hier bei der Fabrik, dass die Burschen einfach ein bisschen schneller arbeiten, schneller bauen. Würde wahrscheinlich schon Sinn machen, oder? Lass mal sagen, komm. Zack, wir stellen hier nochmal eine Baustelle hin. Hat jetzt wieder ein bisschen gekostet. Ja. 8 Millionen, boah. Ja, aber gut, man, was willst du machen, ne? So, Windkanal haben wir noch vergessen. Nächster große Preis müsste, meine ich, Hockenheim sein. Hockenheim.
Dann werden wir definitiv weniger Flügel brauchen. Schauen wir doch mal. 18, 12, was wir da für ein Prozentverhältnis kriegen. 30, 27, gefällt mir nicht. Also 14, 18 könnte ich mir vorstellen. Ja, 14, 18. Ja, das stellen wir auf 14, 18. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay. Ist jetzt die blöde Nase inzwischen fertig, Leute? Nein, immer noch nicht. Ah, das glaube ich ja gar nicht. Musste die blöde Nase, ist immer noch nicht fertig. Ja, dann muss ich reparieren, das hilft nichts. Dann muss ich leider reparieren. Hauen wir die Kohle raus. Also jetzt müssten die Autos eigentlich frisch sein. Ja, oh, das Getriebe beim T-Car. Aber gut, T-Car ist, glaube ich, nicht so wild. Das wird. Also dann. Zum Rennen. Auf geht's. Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Tank brauchen wir nicht. Getriebe nehmen wir mit. Motor haben wir, glaube ich, keinen frischen mehr. Können wir nicht mitnehmen. Wir nehmen eine Bremse mit. Wir nehmen die Reifen mit Hockenheim. Da wollen wir, denke ich, auch wieder mit B-Reifen fahren. Ne, noch der alte Kurs hier, Hockenheim. Die alte Strecke, die lange Strecke. Nein, ist nicht fertig geworden. Okay. Ja gut, dann lasst euch einsalzen. Auf geht's. Abfahrt. Nach Deutschland. Hoho. Trocken. 48% Luftfeuchtigkeit ist in Ordnung. So, was haben wir gesagt? Was nehmen wir? Versuchen wir mal 14, 18. So für den Anfang. B-Reifen. Einstoppstrategie, ja, wollen wir wahrscheinlich wieder machen. Versuchen wir es mal so, ja. Okay, so, also Fahrer 1, pass auf, du gehst ins T-Car, dann wird der Driving Style angepasst. Wie immer. Dann wird der Kahn gleich mal aufgetankt. Liter für 7 Runden, für 6 Runden. 45 Runden sind es in Summe. Also der Tankkapazität reicht auf jeden Fall. Okay, also du fährst bitte 4 gezeitete Runden. Zack. Läuft bei uns. Hoffen, dass es trocken bleibt, ne? Ja, schauen wir uns das Spektakel mal an. Einfahrtmotodrom, genau. Sachsenkurve kommt jetzt da, glaube ich, ne? Oder wobei, da haben sie doch jetzt, glaube ich, das, oder auch schon länger her, das Ding in die Schumacherkurve umbenannt. Irgendwie so. Bin da nicht mehr so ganz up to date. Ich habe bloß was mitgekriegt, dass es wohl nächstes Jahr wieder kein Rennen in der Formel 1 in Deutschland geben wird. Gab es wieder bei der Finanzierung Schwierigkeiten offenbar. Zweihundertneunzig in der Spitze waren das jetzt. Ja, können wir den dritten wahrscheinlich noch ein bisschen länger machen. Ich glaube, den könnte man ein bisschen länger machen, theoretisch.
Naja, der ist da zu niedrig in der Drehzahl, habe ich so den Eindruck. Bisschen länger können wir es machen. Gerade so zwischen 3 und 4 müssen wir noch ein bisschen anpassen. Der 6er geht vielleicht auch noch einen kleinen Tick nach hinten. Okay, also lassen wir mal ein bisschen Zeiten fahren. Er war natürlich gleich mal besser als unser Kollege Bull. 1,52. 1,53. Ja, natürlich nicht mehr zu vergleichen mit den Zeiten, die heute auf dem Hockenheim gefahren werden. Was natürlich auch daran liegt, dass A, die Autos heute schneller sind und B, der Kurs deutlich kürzer. Der ist ja hier jetzt, ne, abgekürzt. Das geht einmal hier entlang zu einer Spitzkehre und dann ist er bloß noch die Hälfte der Strecke. Also darf man da natürlich nicht überbewerten. So, wo ist der Meister Bull? Bull steht auf 10. Schneller als Eros. Na gut, ist nur eine Runde gefahren. Schneller als Stuart. Vier Sekunden Rückstand auf Frenzen. Aber dadurch, dass diese Runde so lang ist, sind diese vier Sekunden gar nicht so schlecht, finde ich. Na, also, das haben wir alles schon schlechter erlebt. So, wir gehen mal ein bisschen weiter mit der Übersetzung, das passt. Auch der Reifen sieht gut aus. Darf er gleich nochmal fahren hier. Okay, also. Vier Gezeitete bitte und raus mit dir. Und wieder, wenn es geht, kein Verkehr, danke. Mal schauen, ob sich an der Höchstgeschwindigkeit irgendwas tut. 290. 290 war Maximum vorhin. Nein, tut sich nichts. Da müsste ich das Gemisch verändern, habe ich den Eindruck. Aber nachdem wir ja wahrscheinlich auch mit mehr Sprit dann im Rennen unterwegs sein werden. Wollen wir das schon hinkriegen. Aber diese 290 sind dann wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, kommt er auch fast auf 290. Ja, da war auch eine kleine Unsauberkeit drin. Ja, ich glaube, die macht den Dreier nochmal einen Tick kürzer. 1,53, eieiei. Na, jetzt 52,3, okay. Na, da war er vorhin besser unterwegs, hatte ich so den Eindruck, ne? Kopieren wir wieder zurück. Ja, komm, wir machen einen Tick kürzer. Stellen das Gemisch ein kleines bisschen mehr in Richtung Treibstoff, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr. Also dadurch, dass wir mehr Luft zuführen, weniger Treibstoff, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit. Okay. So, dann lassen wir den anderen Klugscheißer noch hin. Haben wir schon aufgetankt? Ne, aber doch haben wir schon. Okay, passt. Also darfst du noch fahren. Zack, raus mit dir. Tut sich nichts in der Höchstgeschwindigkeit. Interessant. Hätte ich jetzt gedacht, dass sich da vielleicht ein bisschen was tut. Ne, dadurch, dass wir das Gemisch verändert haben, dass vielleicht ein, zwei Stundenkilometer mehr auf dem Tacho stehen. Naja, gut, vielleicht auf der
zweiten langen Geraden. In dem Bereich. So, jetzt voll Bügel. Komm, auf geht's. 60, 67. Ja, okay. Nee, reicht nicht ganz. Na gut, was soll's. Mal schauen, was er für Zeiten fährt. 52,04. Okay, passt. Die sind eng beieinander, die zwei. Ne, fast identisch. 6000stel in der besten Runde Differenz. 14 und 15, das ist saustark. Für unser Team ist das saustark, wenn du mal schaust, hier die schlechtesten Autos. Die sind 2 Sekunden langsamer. Das ist eine Menge Holz. Also, boah, okay. Gut, erstes Training und so sollte man vielleicht nicht überbewerten, aber... Ich bin sehr zufrieden. Passt, genug getestet. Danke, tschüss. Reicht mir. War lustig hier. Tolles Training. 17, 18. Okay, die Sauber sind noch vorbeigezogen. Oder waren die? Ja, die waren, glaube ich, schon vorbei, ne? Hill hinter uns im Arrows. Dean ist im Arrows hinter uns. Die Stewards fahren auch fort. Die Prost fahren Honda. Na gut, okay. Ja. Nächstes Training, weg damit. So, nächstes Training, weg damit. Qualifying. Trockenes Qualifying. Da können wir euch da springen wir rein. Auf geht's. So. Da fahren wir im T-Car bitte. Aha, stopp. Vollbrügel, genau, richtig. Volles Programm. So, da. 3 Runden. 15, passt. Halt, stopp. Ne, ist okay. Du kannst auf dem Reifen fahren. Ja, ja, das machst du schon. Zack, raus mit dir. Und jetzt bitte, bitte. Freie Fahrt. Jetzt wollen wir freie Fahrt sehen, Leute. Vor unseren Bull. Das sieht gut aus. Gleich mal schauen, was er für Topspeed hinbekommt. Jetzt im Angriffsmodus, ne? Mit der Brechstange. Es bleibt bei 290. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Na gut, was soll's. Jetzt komm. Hau ihn raus, Mensch. 1,52,3, das ist zu schwach. Junge, du warst im Training schon schneller. Das ist nix. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das kannst du besser und das weißt du auch. Das weißt du ja auch, dass du das besser kannst. Nochmal, komm, auf geht's. Junge, Junge. Machst du gleich mal ein paar Versuche. 1 geht ohne Verkehr. Ja, okay. Passt, also, der fährt ohne Verkehr. Jetzt wollen wir was sehen. 1,51,9, na also. Ja, da, jetzt hat er Verkehr. Ja, ja, jetzt hat er hier Barrichello vor sich, alles klar. Können wir gleich mal schauen, wie sich's verhält. Wir kommen hin, hätte ich gesagt, so ein bisschen, oder? Wir schließen so ein bisschen auf von der Geschwindigkeit. Wir haben mehr Topspeed. Na, die fahren vielleicht ein bisschen mehr Aerodynamik, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir mehr Topspeed haben, oder bessere Beschleunigung,
werden die Kollegen vielleicht auch Schwierigkeiten haben, uns zu überholen, was ja positiv ist. So, da ist er. Die Reifen sind natürlich auch schon ziemlich kaputt. So, du darfst auch gleich mal ran. Fährst bitte auch gleich mal hier 4 Runden, gezeitete. Zack, raus mit dir. So, Bull ist auf der 17. 1,51,9. Ja, jetzt sind die Arrows wieder besser. Das war fast anzunehmen, dass uns die jetzt wieder um die Ohren fahren hier. Ja. Ja, und jetzt die Williams hier schon mal. 1,46. Boah. Das ist schon krass. Lustig ist das nicht. 1,51,5. 1,51,4. 1,51,03. Zappalot, was fährt denn der Schneider hier für Zeiten? Ist ja unglaublich. Der ist ja richtig flott unterwegs. Ja komm, einer geht noch. Eine Runde kannst du noch fahren. Der 16, der ist vor... Vor Larini, vor Dinis, vor Magnussen... Stark. Oh, die Jordan sind hier stark unterwegs. Fisi Keller und Ralf Schumacher, die Ferrari richtig langsam. Die sind fast 4 Sekunden weg, die Ferrari. Was heißt fast? Die sind 4 Sekunden weg von der Musik. Unglaublich. Unglaublich. So, mal schauen, ob der Kollege freie Fahrt hat. Hoffentlich ja. Sieht gut aus. Jetzt lass fliegen, Junge. Was ist denn jetzt los? Ist er rausgeflogen oder was? Tatsächlich, der scheint rausgeflogen zu sein. Hat einen Unfall gemacht. Oh, super. Klasse. Dankeschön. Na gut, also das Auto ist kaputt. Das steht draußen. Bull start von der 20 und Schneider von der 17. Na, immerhin. So, nein, wir springen nicht zum Rennen. Wir machen erstmal Taktik. Wir machen einen Stopp. Und auch hier machen wir einen Stopp. Das eingebaute... Was, der eingebaute Tank ist für... Ach so. Aha, natürlich. Wir müssen natürlich erstmal wieder hier zurückstellen. So. Was ist jetzt beim TK kaputt eigentlich? Moment. Die Nase ist kaputt. Ah ja. Okay. Also hat er Mist gebaut, der Bub. Ne? Hat er komplett Mist gebaut. Jetzt pass auf. Taktik. Einstopp. Einstopp. Runde 22. Runde 22. Passt aber mit 100 Liter mit. Ja, fährst mit 100 Liter. So, wir gibt's neue Reifen. Und jetzt haben alle die frischen Dinger drauf. So, okay. Ja, beide haben die frischen Reifen drauf. Kann man zur Not vielleicht mal ein bisschen mehr prügeln. Ne, wir haben ein bisschen Reserve dabei. Ja, dann geht's ins Rennen. Komm, auf geht's. Zack. Ja, ich weiß, dass der Motor benutzt. Das ist mir scheißegal. Stellt euch halt an, du echt. Schauen wir uns das Spektakel an. Schneider, bessere Position. Da hinten ist der Meister Bull.
Windschatten, auf geht's, komm. Da wird schon versucht anzugreifen, hier die Sauber. Oh Gott, oje. Oh, wenn ich sowas sehe, das... Oh Gott, Leute. Keine Ahnung, was hier das Spiel wieder zusammenrechnet. Jetzt muss ich irgendwie an den Motorsportmanager denken. Ne? Die erste Runde im Motorsportmanager ist ja immer genauso verrückt und ja schwer nachzuvollziehen gewesen. Ungefähr so war das jetzt hier auch. Also Schneider ist gleich mal richtig zurückgefallen. Bull dagegen hat freie Fahrt. Der lacht sich eins. Oh, das ist ja wieder... Oh, na gut. Schneider geht an Hill vorbei. Jetzt muss ich aber richtig lachen. Der hat den Hill einfach ausbeschleunigt. Schaut euch das an. Mr. Topspeed. Unser Schneider. Respekt. Na, der zieht weg. Der zieht weg. Der kann gar nicht folgen, trotz Windschatten. Boah, das ist ja mega. Und wir kommen hier hin. Das ist Minardi. Nee, Minardi, oder? Ist das... Wer ist das? Nee, Stuart. Barrichello ist es. Ja, da ist der Dines wahrscheinlich, ne? Genau, das ist der Dines, der Teamkollege von Damon Hill. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal die ersten Zeiten. Genau, gleich mal hier gucken. Bull auf der 15. Also hat gleich mal einen Sprung gemacht. Schneider ist zurückgefallen auf die 21. Hat Barrichello vor sich. Katayama, Minardi. Beide Tyrrell sind nach vorne gespült worden, aber das wird sich wahrscheinlich bald wieder erledigen. Bull hat Tyrrell hinter sich. 3 Sekunden, 1,7 auf Dines. Da ist der Schneider. Oh, der hat den Hill passieren lassen, oder? Das ist doch der Hill. Genau, der hat den Damon Hill passieren lassen, aber jetzt kommt er. Schneider und das Gaspedal. Er zieht wieder vorbei, an der gleichen Stelle, jawohl. Oh, und jawohl, noch ein Minardi mitgenommen. Schönes Manöver hier. Schönes Manöver. Linie ist immer noch 1,7, ah, wobei nee, die Zeiten werden ja erst zum Start und Ziel aktualisiert. Ist ja nicht so, dass hier diese Aktualisierung in den Sektoren erfolgt. Aber das sieht doch gut aus, Mensch. So, lassen wir sie mal über Start und Ziel kommen. Meister Bull ist drüber. 1,3 Sekunden. Ne, 4 Zehntel. Abgeknabbert vom Vorsprung. Nakano hinter uns, 3 Sekunden Rückstand. Schneider hat Salo vor sich, Verstappen hinter sich. Hat also da schon mal die Tyrrells aufgesprengt. Und die Minardi sind jetzt wieder am Ende. Genau. Die Hackordnung stimmt wieder, Bull auf der 15. Stuart hinter uns, jawohl. Und Hill im Arrows, der wird, glaube ich, echt ein schweres Rennen haben, habe ich so den Eindruck. Der wird ein richtig schweres Rennen haben. So, jetzt sind wir an Salo dran. Schneider an Salo geht ebenfalls vorbei. Ne? Also das ist eine Freude, da zuzuschauen, Leute. Wir haben hier offenbar die richtigen Entscheidungen getroffen. Vom Setup. Es ist nicht der Motor, es ist sicher nicht der Motor. Ich glaube, das liegt daran, dass wir unsere Teile einfach so inzwischen so gut windschlüpfrig haben von der Aerodynamik her, vom Einsatz des Windkanals. Plus, dass wir halt auch einen deutlich flacheren Flügel fahren. Ne? Anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Das gefällt, Leute. Das gefällt. So, jetzt kommen die nächsten Rundenzeiten. 1,52,8 und 52,0. Ja, jetzt hat Bull ein bisschen verloren auf Dines und Nakano konnte deutlich was abknabbern vom Vorsprung her. Aber er muss erstmal vorbeikommen an uns. Ne? Erst einmal muss er vorbeikommen. Wir geben ein bisschen Gas. Auf geht's. In dem Moment bereue ich jetzt 51,3 der Schneider. In dem Moment bereue ich, dass ich dem Schneider keinen neuen Motor gegeben habe. Dass der mit einem gebrauchten fährt. Da haben wir jetzt unter Umständen natürlich ein Risiko.
im Portfolio. Der Nakano kommt immer näher, aber wir konnten auch wieder auf Dines aufschließen. Und Schneider hat 5 Sekunden schon Vorsprung auf Hill und hängt 3 Sekunden hinter Barrichello. Barrichello auf der 17. Der Magnussen, der tut sich da wahnsinnig schwer in seinem Stewart. Noch keine Ausfälle bis jetzt. Wo sind die Ferrari? Schumacher auf der 7. Der Irvine auf der 10. Ja, aber die Williams, die scheinen es untereinander auszufahren hier. Da kommen die McLaren, die Benetton und die Ferrari, die kommen da nicht mit. Ja, der gebrauchte Motor, ne? Es wird sich zeigen, ob das nicht ein Fehler war. Wir werden es sehen, liebe Freunde. Das könnte, wenn es so weitergeht, unser bestes Saisonergebnis werden. Ja, ich weiß, ich soll jetzt wieder nicht alles in den Himmel hochloben, aber wir scheinen hier tatsächlich die Möglichkeit zu haben, mit dem Geschwindigkeitsvorteil vielleicht sogar Positionen gut zu machen. Deswegen, ich will hier nichts ausschließen, plus wir fahren eine Einstoppstrategie. Es könnte ja sein, dass die KI hier vielleicht sogar auf 2 Stopps fährt. Ich gehe zwar nicht davon aus, weil die werden bestimmt auch auf A oder auf B Reifen fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf einem Kurs, der so viel Gerade hat, wie hier der alte Hockenheim, ne, so viel Vollgas, dass du da den zusätzlichen Grip eines weichen Reifens brauchst und dir diesen Kompromiss quasi einkaufst, dass du dadurch mehr stoppen musst. Ja, wobei, ich will es nicht ausschließen. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Jetzt hier im Motodrom. Wir kommen hin. Da vorne ist er, genau. Letzte Zeit, 1:52,6. Nakano holt wieder ein bisschen auf. Und der Schneider gibt Gas. Oh, das ist so wunderbar. 6 Sekunden Damon Hill schon weg. Schaut mal, wie der Frenzen weg ist. Bull geht an Dines vorbei, jawohl. Ich hab's nicht gesehen, verdammt. Egal. Ja, die fahren mehr Flügel. Ich kann es mir anders nicht erklären. Aber alle, ne, aber wirklich alle. Die haben sich da irgendwie verzockt, glaube ich. Na gut. Wir geben weiter Stoff. Oder aber mir ist irgendwas entgangen und ich habe vielleicht einen ganz dummen Fehler gemacht. Kann natürlich auch sein. Haben mich da irgendwie verkalkuliert. Schneider geht an Barrichello vorbei. Ne, das ist so einfach irgendwie. Das ist zu einfach. Ich habe bestimmt irgendeinen Mist gemacht. Schneider geht an Dines vorbei. Die Reifen sehen super aus. Also da braucht es gar nichts. Bull auf 14, Schneider auf 16. Die ersten waren schon beim Boxenstopp. Die fahren 2 Stopps tatsächlich. Also dann verstehe ich es erst recht nicht. Dines in der Box, Barrichello in der Box, Magnussen in der Box. Ne, dann verstehe ich es nicht, warum die so langsam sind. Warum die nicht auf Topspeed kommen. Weil die haben ja dann auch wahrscheinlich auch nicht so viel Gewicht mit dabei. Also, ne, weniger Tank und so. Schneider an Nakano vorbei. Ich verstehe es nicht. Frenzen scheint eine andere Strategie zu fahren als Villeneuve. Der scheint einen Einstopp zu fahren.
Ja. Weit und breit nichts am Start. Jetzt hat Irvine den Schneider kassiert. Okay. Wobei, wo ist Irvine? Das kann ja gar nicht sein. Die Anzeige kann auch nicht sein. Das ist ein Jordan. Das ist entweder Fisichella. Das ist nicht Larini. Das ist entweder Fisichella oder Ralf Schumacher. Nach dem Boxenstopp. Larini ist das Auto davor. Ja, der Jordan scheint kein Topspeed-Problem zu haben. Nein. Aber der hat jetzt vielleicht ein Problem, weil er aufgehalten wird. Nein! Jetzt fällt der Bull aus. Ich glaub's nicht. Jetzt fällt der Bull aus. Hier, wo wir mal die Chance haben, dass was geht. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich gehe am Stock. Ah, Ausfall Hockenheim. Nein, nein, nein. Warum? Warum? Aber wir waren so gut im Rennen, Mensch. Habe ich doch keine Lust hier, verstehst? Da muss ich mich aufregen. Verdammt. Ja, bleibt ihr einfach stehen. Sprit war. Am Sprit lag es nicht. Er hatte noch genug. So. Hat hinter sich einen Johnny Herbert. Na, da sehen wir jetzt wieder nichts. Oh, Leute. Na, Frenzen holt uns gleich. Da kommt Johnny Herbert. Der wird. Oh, der will doch nicht an uns vorbeigehen. Ja, sowas. Doch, er will. Aber er kann nicht. Schneider auf der 11. Schneider auf der 11. Johnny Herbert. Im Sauber. Ja, das sind halt dann die guten Autos oder die besseren Autos, ne? Aber er kommt hier nicht hin. Ah, Leute, was ist hier möglich in Deutschland? Heißt das, das ärgert mich, dass der Bull raus ist. Das ärgert mich total jetzt. Na gut, Anfahrtbox. Auf geht's, komm. Schneider, an dir liegt's. Jetzt einen schönen Boxenstopp. Wahrscheinlich wieder 17 Sekunden. Könnte ich mich wieder aufregen. Okay, der Eimer ist randvoll. Mehr Sprit geht nicht. Und er kommt raus vor Dinis. Naja, aber zwei sind durchgerutscht. Die Burschen da vorne. Zwei sind durchgerutscht. Aber wir können uns gleich mal absetzen von Dinis. Volle Lotte jetzt, komm. Wir können mal kurz ein bisschen mehr Gas geben. Na, der Sprit sollte auf jeden Fall reichen. Wir sind als 12. rein, 17 Sekunden, ja, also wie vermutet. Der Frenzen ist immer noch ohne Stopp, genauso wie der Michel Schumacher und der Hakkinen. Mika Hakkinen. Jetzt, so, komm, auf geht's. 1.25.17, letzter Umlauf, ja, das war mit Stoppen und allem, ne? Oh weh, da kommt der McLaren. Ein Mika Hakkinen kommt und zieht an uns vorbei, ne? Gar kein Problem. Aber okay, hat uns keine Zeit gekostet. Schau mal, mit was einer Topspeed, der uns überholt. Ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, was die von der Power haben. Die richtigen Top-Teams hier. Na, hier kannst du wenigstens überholen. Hier sind die Geraden lang genug. Hast du ja gesehen, wenn selbst wir überholen können. Oh, die Top-Autos, die sind schon krass. Die sind schon krass gut. Na gut.
Ja, auf geht's, komm. Jetzt heißt es Position gut machen. Schneider ist auf der 17. Mhm. Coulthard geht an Schneider vorbei, das war auch klar. Da ist Dean ist wieder an uns dran, genau. Hill ist 4,5 Sekunden vor uns. 4,5 Sekunden. Aber der muss sich ja nochmal stoppen. Schneider geht an Dines vorbei. Okay, dann haben wir da gerade eine Position verloren, offenbar. Aber er hat Schwierigkeiten. Er kann an seine Spitzenzeiten nicht mehr rankommen. Ne? Er kommt nicht mehr an die 51er-Zeiten hin. Ja, ich weiß, dass der Tank jetzt wieder voll ist, aber selbst die letzten Rundenzeiten waren nicht so prickelnd. Okay. Kaum schimpfe ich ihn, strengt er sich wieder ein bisschen an. 52,7. 52,8. 2 Sekunden auf Panis, jawohl. Ne, da waren wieder ein paar Stopper unterwegs, Schneider auf der 15. Panis ist schon zweimal gestoppt. Barrichello ist zweimal gestoppt, ist hinter uns. Nakano, Magnussen ebenfalls, Katayama, Trulli. Die sind hinter uns. Villeneuve ist schon zweimal gestoppt. Ist trotzdem, dadurch, dass er in den Verkehr gekommen ist, weit weg von einem möglichen Sieg. Wie kann das sein, dass ein Frenzen, der eine Einstoppstrategie fährt, nur 9 Sekunden in der Box steht, Leute? Ist ja Wahnsinn. Der braucht jetzt allein zum Tanken, braucht der länger. Kann doch nicht sein. Ja, weil die Tankanlagen haben ja eine gewisse Durchflussmenge. Eine maximale pro Zeit. Also das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Na gut. So, wir sind über Start und Ziel. Und haben den Barrichello im Windschatten. Aber der kommt halt nicht hin, ne? Der kommt witzigerweise nicht vorbei bei uns. Michael Schumacher dreht sich einfach so, weil er es kann. Oh, Schneider, 54er Zeiten, das ist ja ganz schlecht. Barrichello ebenfalls Fahrfehler. Coulthard geht an Schneider vorbei. Ja, das, mein Gott, ist so. Fisichella ist raus, Fahrfehler. Barrichello ist 3 Sekunden inzwischen zurück. Panis ist 6 Sekunden vor uns. Okay, wie sieht's aus im Klassement? Ja, der Hill ist doch tatsächlich immer noch vor uns. Ist ja ärgerlich. Ja, der. Ja, wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam. Der Schneider ist einfach zu unkonstant. Ne, der baut ab. Der hat keine Fitness, das merkst du auch. Fahrer ohne Fitness. Oder er hat weniger Fitness. Genau, die bauen hinten raus ab. Und die Motivation von 0 oder einem Strich ist natürlich auch nicht gerade hilfreich, wenn es um sowas geht. Wahrscheinlich brauchen wir auch bessere Fahrer. Aber gut, wir haben die Verträge für nächste Saison ja mit ihnen schon abgeschlossen. Wobei ich ja selber noch gar nicht weiß, wie lange dieses Projekt überhaupt gehen wird. Also eine Saison will ich auf jeden Fall machen, allein um zu schauen, wo wir landen. Barrichello geht an Schneider vorbei, das ist jetzt ärgerlich. Aber ich habe so nicht so den Eindruck, als ob ihr Motivation habt für eine zweite Saison. Korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Aber so die Unterstützung für das Projekt, so wie es die letzten Folgen war, signalisiert mir eigentlich eher, dass das Interesse nicht so groß ist, dass wir hier eine zweite Saison machen wollen. Dann auch mit den verbesserten Teilen, die wir vielleicht haben. Ne? Also schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen drüber. Aber jetzt scheint beim Schneider irgendwie die Luft raus zu sein. Ne? Da geht nichts mehr. Ja, keine Power mehr. Was macht denn der Motor eigentlich? Ja, ist schon im befürchteten kritischen Bereich. Aber gut, so die letzten 4 Runden hält er noch. Die hält er noch. Die können wir noch zu Ende bringen. Alesi geht an Schneider vorbei. Ja, komm, spulen wir es runter. Bringt ja nichts.
Schumacher Michel geht an Schneider vorbei, natürlich. Jetzt kommen die ganzen Überrundungen. Schneider geht am Schumacher Michel vorbei. Ja, sauber. Respekt. Schneider geht an Trulli vorbei. Mhm. Und Frenzen gewinnt den großen Preis von Deutschland im Williams. Und Schneider geht an Katayama vorbei, hat den noch überrundet. Sehr gut. Bull ist leider ausgeschieden. Und Schneider auf der 13. Naja, gut. Ja, ich glaube, mit dem Bull, da wäre noch was gegangen. Schade, dass er ausgefallen ist. Ja, technischer Defekt. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ja, die Zeitung schreibt wieder, ach, die Kühlung war es, okay. Ja gut, die war aber frisch, die Kühlung, meine ich. Die war noch im guten Zustand. 270.000 Preisgeld gibt's. Naja, besser als nichts. Das war's für heute, liebe Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter nach Ungarn. Der große Preis von Budapest. Am 4. ist Abfahrt, am 10. ist Rennen. Da könnte man vielleicht noch einen Test machen, je nachdem. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein hier beim F1 Manager Professional. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.